herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Auf dem Weg zum Edeka, Dinkel verkaufen. 90.000 müssten Minimum vorbeispringen, rausspringen. Denke ich. Eventuell sogar ein bisschen mehr. 91, 92. Aber wie gestern schon gesagt, es wird reichen, um meine Neuanschaffung tätigen zu können. Nächste Woche, um die bezahlen zu können. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich überhaupt habe ich eigentlich die Steuern und die Gebühren für die Amazone und den Mercedes bezahlt? Ich glaube nämlich fast nicht. Aber naja, ist ja nicht mein Bier, wenn da kein Hahn danach kräht. Die Straßen hier, die sind schon ein bisschen eng, ne? Dass ich übrigens noch ein einen Gabelstapler bestellt hatte. Wusste ich auch nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Passiert mal, ne? So, weiter abladen bitte. Oh, knapp 95.000 haben wir sogar gekriegt. Ist ja gigantisch. Das ist ja super. Da bin ich doch fast zu glücklich. Also zufrieden bin ich auf jeden Fall. Hätte ich nämlich nicht gedacht. 95.000 fast. Moment, muss ich auch mal gerade aufschreiben. 94.900. Dann fahren wir jetzt noch kurz zum Diesel. Und verkaufen noch ein bisschen Elefantengras. Wobei ich gar nicht weiß, wo das hin muss. Muss ich mal gucken, wer da das ankauft.
Weil nachher, wenn ich das Elefantengras beim Diesel lasse und ich die Agrargenossenschaft kündige, dann ist mein Elefantengras vielleicht plötzlich mal weg. Wer weiß denn das so genau? Hatten der sein Lager da hinten. So, Elefantengras. So, und wo verkaufen wir das? Beim Holzmichel. Ja, mein Holzmichel. Rufe auch als um Holzmichel. Elefantengas. Gut, gut, gut. Gut, dann fahren wir mal rüber zu dem Kollegen. Bisschen Geld verdienen. Jetzt los. Alter, ist die Straße so schlecht? Ich glaube, es liegt. Alter, es liegt am Gewicht. Zu wenig Bodenkontakt hinten. Vorne. Drückt das ganze Gewicht auf die Hinterachse und lässt mich schlenkern. Auf der Straße ist es deutlich angenehmer. Boah, ich hoffe mal, dass ich überhaupt beim Holzmichel hochkomme.
Weiß nicht, ob das der LKW packt. Schwer, aber er kriegt's hin. Ist halt ein Tatra, ne? Im MAN. Oder zieht sogar hier vom Fleck weg. Im MAN hätte es da mehr Probleme, glaube ich. So, bin ich mal gespannt, wie viel Geld ich dafür kriege. Ein Fünftel von 80.000 sind ein Fünftel von 80.000. 15.000. Nö, müsste mehr sein. Ein Fünftel von 40.000 sind 18, 16.000. 16.000 müsste ich kriegen. Circa. Fünfzehntausendneunhundertzweiundneunzig. War ich ja gar nicht so schlecht mit meinen 16.000. Gut, dann können wir auch den Feierabend gleich einläuten. Holen wir noch kurz den restlichen Dinkel vom Feld. Und dann ist gut. Dann können wir uns haben wir uns den Feierabend verdient. Wollte ich eigentlich noch irgendwas mit Neumann klären diese Woche? Ich glaube nicht, ich glaube nicht.
Da steht das Teil. Ups. Die Lampen ausgemacht. Wollte ich gar nicht. So, kurz mal fertig dreschen. Dass wir morgen nicht nochmal dreschen müssen. Weil darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Ganze Woche eigentlich gedroschen. Reicht dann irgendwann auch mal. Ja, das ist halt der Aspekt zu sagen, größere Drescher. Größerer Drescher. Schnellere Ernte. Ja, jetzt mache ich aber gerade Blödsinn. Also, das nächste Geld sollte entweder in einen größeren Drescher fließen oder beziehungsweise und wird aber nicht funktionieren, in ein neues Feld. Also es muss jetzt tatsächlich mal angegangen werden. Ein neues Feld. Ein eigenes neues Feld. Wir haben jetzt wieder zwei Ernten hier auf den Pachtfeldern. Das heißt, wir haben sechs Ernten, die wir einfahren können. Von denen wir uns das dann bezahlen können. Vielleicht mache ich ein Feld Weizen, ein Feld Soja und dann Mohn. Das wäre vielleicht eine Option. Dass wir auch wieder was haben, was uns Geld bringt. So, ich kriege jetzt tatsächlich nur noch 5000 Dinkel runter, oder wie? Ist ja wirklich gar nichts mehr. Ich dachte, das wird mehr. Naja, was soll's. Kleinvieh macht auch Mist, irgendwann. Ach nee, ich hab ja hier noch was drin. Stimmt, ich habe ja vorhin schon abgetankt.
ganz falsch ein. Ein bisschen vor. Gut. Danei und Gastgeber. Ab nach Hause, Feierabend. So, morgen muss ich mal gucken, was ich mache. Weiß es noch nicht. Vielleicht fahre ich Samstag, also übermorgen, in den Wald, fällt da ein paar Bäume. Und dann können wir Sonntag nämlich zu den Blaubeeren rüberfahren. Mal die besuchen. Gucken, was da abgeht. So, dann wünsche ich euch immer eine gute Nacht. Haut rein, bis morgen. Tschüss.